Wir sind gerade auf Wanderung im Dumitor Nationalpark. Ist auch richtig schön hier. Gut, dass du da nicht reingefallen bist, ne? Ja. Bin echt ganz schön nass gewesen. Nass auch, ja. So, wir sind jetzt zurück. Oh, Bernardina. Also, wir sind jetzt wieder zurück am Parkplatz. Wir haben unsere Wanderung abgebrochen. Also am See waren wir, der war auch echt cool, aber diese Höhle, die ist noch nicht erreichbar. Wir haben noch jemanden getroffen, den wir aus Griechenland vom Klettern kennen. Der wollte das auch probieren und war gerade auf dem Weg zurück und hat uns auch erzählt, also ist halt noch zu gefährlich, weil der Schnee ist überall abgebrochen und ist auch wohl richtig hoch noch und da kommt man wohl gerade noch nicht durch. Und ja, deswegen sind wir erstmal wieder zurückgegangen und müssen mal gucken, wie wir jetzt, ob wir noch irgendwo wandern gehen oder wie wir jetzt weitermachen. Habe ich jetzt nicht gerechnet. Erst noch wandern heute Morgen und jetzt wahrscheinlich sogar noch kiten. Also der Wind, also hier jetzt nicht, hier ist ein Berg, aber da vorne ist der Wind ganz gut, hoffentlich. Ja, wir sind jetzt hier im Nevidio Canyon. Hier gibt es auch einen ganz tollen Wasserfall, zu dem man auch wandern kann. Und wenn man mutig ist, dann kann man da auch duschen gehen. Ist ein bisschen kaltes Wasser, aber es ist echt toll. Und hier in den Canyon kann man auch reinwandern, aber da kommt man nicht so wirklich weit. Man muss dann später durchs Wasser gehen und dann braucht man schon Neoprenanzug und Neoprenschuhe. Eigentlich gibt es wohl auch geführte Touren, aber dazu haben wir jetzt keine Informationen gefunden, weil es doch etwas gefährlich ist, da durchs Wasser zu wandern.
Ja, wir sind jetzt ganz in der Nähe von Nikchik. Ja, hier ist ein See, es sind zwei Seen, ziemlich hübsch. Und wir hatten uns hier halt jetzt irgendwie mal so einen ruhigen Ort gesucht und haben so auf den Karten geguckt, wo man so zum See runterkommt. Und sind da so einen kleinen Weg runtergefolgt. Ja, einen schmalen Weg mal wieder. Ja, aber es ging noch. Ja. Und haben uns dann hier diesen schönen Platz gesucht und haben dann jetzt, gestern war das glaube ich, haben dann herausgefunden, dass es eigentlich halt Privatland ist. Ist aber kein Problem, wir dürfen hier stehen bleiben. Ja. Und genau, die haben extra den Sohn angerufen, weil der in den USA halt studiert und Englisch spricht und wir so kommunizieren konnten, und dann haben wir mit ihm am Telefon so ein bisschen mit der Familie gesprochen. Das war ziemlich witzig. War ganz lustig, ja. Und du konntest mal wieder ein bisschen Russisch üben. Ja, üben, genau. Also ein bisschen was hast du ja verstanden. Ja. Aber war halt, sie waren super gastfreundlich und haben uns dann auch gleich eingeladen zu einem Raki, zu einem selbstgemachten. Was war das? Das war mit sibirischen Aronia-Beeren. Also sehr lecker, ist ein bisschen rosa gefärbt gewesen und war sehr weich. Ja. Und ja, dann haben sie uns halt den Garten und sowas gezeigt. Wir haben uns Ziegen und Schweine und super nett. Und ja, wir können hier so lange stehen bleiben, wie wir wollen. Und wenn wir irgendwas brauchen, sollen wir Bescheid sagen. Einfach Bescheid sagen. Genau. Und dann super nette Menschen. Und ja, aber wir werden erstmal ein bisschen weiter. Wir werden noch ein paar mehr sehen. Wir werden uns die mal noch angucken. Ja, wir hatten mal wieder einen Platten, aber diesmal einen richtigen. Also wir haben uns was eingefahren. Sonst war es ja immer der Schlauch schuld, aber jetzt haben wir richtig ein Loch im Rad und das müssen wir erstmal reparieren jetzt. Das Teil steckte da drin. Kleines Holzstück. Leider ist das Gewebe vom Mantel weiter eingerissen, als wir dachten. Deshalb ist unsere Reparatur jetzt nur eine Notlösung. Ja, wir stehen hier oberhalb von Rizan, also wir haben hier eine wunderschöne Aussicht. Das ist auch hier schon die Bucht von Kotor und sind hier so ein bisschen in den Bergen. Waren gestern hier auch wandern, ist echt tolle Aussicht. Wir wollten uns noch ein paar Sachen angucken, wollten hier vielleicht klettern, aber das ist alles halt so bewachsen und wurde schon lange nicht mehr beklettert. Deswegen hat uns das nicht so richtig zugesagt und dann haben wir hier bei diesem wunderschönen Platz übernachtet. Auch nachts war es eine total coole Aussicht, so diese Lichter zu sehen. Und ja, jetzt wollen wir halt mal weiter. Also wir sind den Weg ja gestern weitergewandert. An sich ist es eine Sackgasse und es ist ziemlich schwierig mit umdrehen. Und deswegen wollen wir jetzt hier versuchen, an dem Punkt mal umzudrehen. Es ist ziemlich knapp, aber müsste passen. Ansonsten müssen wir halt, ich glaube, 500 Meter oder fast einen Kilometer wieder rückwärts den Weg runterfahren. Aber es wird schon. Besser als gedacht. Wir haben uns jetzt doch recht spontan überlegt, nachdem wir uns jetzt die Bucht so ein bisschen angeguckt haben von Kotor, und die Gegend ist mega hübsch, alles so. Und wir haben also nicht so richtig was zum Klettern gefunden, was uns gefallen hat, und fahren jetzt weiter nach Kroatien. Dafür müssen wir jetzt hier einmal einen Test machen und ja, fahren dann wahrscheinlich heute noch über die Grenze. Tomaten?